Der finale Schlag der ADAC MX Youngster Cup Klasse für die Saison 2023. Es ist das dritte Hauptrennen über 20 Minuten plus zwei Runden auf dieser 1750 Meter langen Sandstrecke. Und hier sehen wir Bradley Meesters, die 75, der Mann aus dem SAR Motorsports Rennstall. Während wir nochmal einen kurzen Blick werfen auf das Standing in der Gesamtwertung. Oriol Oliver liegt dort uneinholbar vorne. Cato Nicke mit einem klaren zweiten Rang. Mike Gwerder im Fight mit Jens Walford um Rang 3 in der Jahresendwertung. Und dann gucken wir auch auf Bizanz natürlich drauf, auf den fünften, der ein super Wochenende erwischt hat. Appelt, Greutmann, König dahinter. Das also das Standing. Und hier gibt es nochmal ein paar Grüße aus dem Lager Gwerder, der top motiviert aussieht vor diesem letzten Rennen. Das Gate füllt sich, und zwar in dieser Reihenfolge: Edward Bizanz, der Trainingsschnellste, vor Mike Gwerder und Bradley Meesters. Jens Walford, für den geht's gegen Gwerder um Gesamtrang Nummer 3. Dann Nico Greutmann, Martin Michelis, William Foxen-Klemann, Josep Pern, Philipp Olsson und Robert Slusis. Das sind unsere Top 10. Tja, dann geht's weiter mit Deutschland, mit Finn-Niklas Tornau, Scott Smulders, auf den wir uns noch einmal freuen, Max Paulsson, Valentin Kees, Ernst Makonis, Cato Nickel, der Vizemeister des Jahres, den wir auch gesehen haben, Fortunike, Greiner, Alexandersen und Tilk, unsere erste Tabellenhälfte, und dann gefolgt von Dovier Forskerin, Rudolf Nielsen, Rako Fiedler, Eskilsen, zwei Acker, Martins und Zunek, unsere Top 30, die wir hier noch einmal verlesen wollen im Startgrid für dieses letzte Aufeinandertreffen unserer U21. Cato Nickel, die 131 hatten wir erwähnt, als Vizemeister, war auch gerade in der Punktetabelle nochmal zu erkennen, braucht sich keine Sorgen machen. Allerdings nur Gatepick Nummer 17. Es ging immerhin mal in die Top 10 nach vorne im zweiten Rennen heute Mittag. Mal gucken, was jetzt drin ist. So, wir sind kurz vor der Startphase. Unsere Girls sind ready für das dritte Hauptrennen. Die grüne Flagge, sie wird jetzt gezeigt. 15 Sekunden noch bis zum Start. Auf geht es! Und wir schauen in die erste Kurve, und es ist wieder die WZ-KTM von Mike Gwerder. Was haben Sie dem denn gegeben? Ja, die Starts funktionieren bei ihm an diesem Wochenende wirklich fantastisch. Aber auch Bradley Meesters und Edwards Bizanz sind richtig gut weggekommen. Auf den Plätzen 2 im Falle von Bizanz mit dem weißen Jersey und 3 im Falle von Bradley Meesters auf der blauen Maschine mit der 75. Die machen sich direkt auf die Jagd von Mike Gwerder, der das Feld erneut als Spitzenreiter durch die erste Kurve führt. Ja, auf der 4 müsste das dann William Foxen-Klemann gewesen sein. The Man in Black sozusagen, der Mann mit der 18, der auch schon gut abgeliefert hat an diesem Wochenende. Ein vierter Platz sprang ja vorhin schon mal raus. Und hier sehen wir schon eine coole Attacke, ein cooler Move zwischen Bizanz und Meesters. Und der geht hier erst einmal zugunsten von Bizanz aus. Durchatmen für den Mann mit der 75. Ja, da waren die Ellenbogen ausgefahren. Da muss aber vorher auch schon was passiert sein. Denn da hatte sich ja eigentlich ohnehin Bizanz erstmal durchgesetzt. Also klasse Konter von Meesters mit der 75. Aber jetzt hat dann erstmal Edwards Bizanz, unser Trainingsschnellster, gezeigt: Ich bin auf Rang 2 unterwegs. Aber Bradley Meesters hat noch das komplette Rennen Zeit, um das aus seiner Sicht nochmal zu korrigieren. So, jetzt ist Gwerder hier drin in der Wave, in der Waschbrett-Sektion, kurz vor Ende dieser ersten Runde, streckt sich weiter raus, aber auch die folgenden Kollegen sind da gut durchgekommen durch diese technisch anspruchsvolle Passage. Das ist ja ein Schlüsselelement auf dieser Strecke, und deshalb muss man da schon sehr konzentriert arbeiten. Aber das funktioniert zu Beginn des Rennens hier zumindest mal bei allen Kollegen da vorne gut. Mike Gwerder also in der Anfangsphase drauf und dran, Gesamtrang Nummer 3 und einen Dreifacherfolg in der Meisterschaft für die WZ Racing Mannschaft einzuheimsen. Er führt die erste Runde an vor Edwards Bizanz und Bradley Meesters. Dann, wie du richtig erkannt hast, William Foxen-Klemann, der Niederländer, vor Jens Walford,
der Gwerda noch gefährlich werden könnte. Du, und unser heißer Tipp in Sachen Wochenendwertung, Martin Michel ist die 220, gerade eben formatfüllend im Bild gewesen. Nur in Anführungszeichen die 8. Position, also etwas Arbeit noch vor sich. Genau wie Kato Nickel, der aber auch schon auf die 10 nach vorne gestoßen ist in Runde 1, der Vize-Champion. Ja, Jens Walfurt, ganz starker zweiter Sektor, den er uns in der Vorrunde gezeigt hat. Und damit versucht er jetzt natürlich mit mächtig Schwung da nach vorne zu ziehen und ist da auch schon an William Fox und Clement vorbeigezogen in dieser Passage hier an der Mefo-Kurve vorbei. Und damit haben wir einen neuen Vierten und der heißt Jens Walfurt. Immer noch ein weiter Weg zu Mike Werder, aber er hält sich die Chancen auf alle Fälle offen mit jedem weiteren Platz, den er gewinnt. Und er kommt, das sehen wir deutlich, auch näher ran an den davorfahrenden Bradley Meesters mit dem blauen Motorrad und dem rot-schwarzen Jersey. Das ist der Niederländer, der dann bald seinen Landsmann hinter sich haben wird beim Versuch mit Edwards Bitzans und auch Mike Werder mitzuhalten, der sich Jan im Moment nicht lösen kann auf der 1. Nein, der ist da wirklich verfolgt von Bitzans, der auf seiner Husqvarna ein bombastisches Rennen macht für den 67-Rennstall und da zumindest mal Schritt halten kann für den Moment. Aber mir gefällt dieser Bradley Meesters heute wirklich extrem gut, das muss man sagen. Er ist ja erst das dritte Mal in dieser Saison dabei, nachdem er sich in der ersten Hälfte der Saison überhaupt nicht gezeigt hat. Ist das wirklich ein starkes Wochenende und mit diesem Laufsieg hat er ja Saisonbestleistung markiert in Race 2. Mit dem Sieg, dem er jetzt noch einen weiteren Podestplatz mal mindestens hinzufügen könnte, wenn das so weitergeht. Eine klasse Anfangsphase, die ersten 5, 6 Motorräder noch richtig, richtig eng beieinander. Erst dann gibt es so einen minimalen Abriss zu Martin Michelis mit knappen oder etwas über 9 Sekunden Rückstand auf den führenden Mike Werder. Aber auch das ist im Moment noch nicht der Rede wert. Also wird noch mal eine packende Partie hier zum Saisonabschluss. Das wird definitiv packen. Dem wollte ich den William Fox und Clement einmal loben. Aber da ist er schon ausgeritten aus der Spur. Der Mann mit der 18 muss jetzt aufpassen, dass da nicht von hinten Olsson an ihm vorbei fliegt, der Schwede. Und das ist in diesem Augenblick passiert. Also die 3,88 jetzt vorgekommen auf die 5 vorbei an dem Mann mit der 18, der gerade so gut im Rhythmus schien. Gwerder, Bitzans und Meesters die ersten drei, dann Jens Walfurt und eben Philipp Olsen vorbei an William Fox und Kleemann auf den Plätzen 5 und 6. Michelis auf der 7, Josef Pern auf der 8. Fritz Greiner, wie schon heute Mittag im zweiten Rennen, richtig gut unterwegs mit der 9. Position, hält im Moment den feststehenden Vize-Champion Kato Nickel hinter sich. Tja, und auf Kato müssen wir sicherlich auch noch mal schauen heute in der eingefrorenen Wertung. Denn auch er hat ja mit einem 8. Platz zumindest mal im zweiten Lauf gezeigt, dass er auf jeden Fall da vorne mitmischen kann, wenn alles zusammenpasst. Und hier haben wir eben jetzt dieses Vierfach-Duell an der Spitze. So muss man es ja jetzt schon fast betiteln. Denn diese vier Jungs schenken sich hier momentan gar nichts. Auch nicht in Racelab Nummer 2. Wenn wir auf den ersten Sektor schauen, ist das definitiv der Olsen-Sektor. Denn der ist da mal richtig schnell unterwegs gewesen. Eine feine 1:01er Sektorzeit. So schnell war da bis dato keiner. Und das wäre natürlich klasse, wenn das im Laufe des Rennens so eng bleibt. Dann haben wir nämlich zum Schluss nochmal ein richtig tolles Finale. Aber Bradley Meesters versucht jetzt, die Reihenfolge eben nicht eingefroren zu belassen, sondern möchte den Weg vorbeifinden an Edwards Bitzans auf der 2. Position. Die letzte Runde war bei Meesters 0,6 Sekunden schneller als beim Mann mit der 57, der ordentlich zu straucheln hat im tiefen Sand von Dreetz, aber im Moment die 2. Position gegen Meesters erstmal verteidigen kann. Ja, das ist aber immer noch sehr, sehr stark, was die SAR Yamaha hier zu bieten hat gegen die 67 Husqvarna vorne. Dem Edward Bitzans und wir bekommen gemeldet, dass Martin Michelis die neue absolut schnellste Rennrunde markiert auf Platz Nummer 7. Also auch dort noch alles möglich, denn der Kollege hat nur 8 Sekunden Gap auf den Spitzenmann. Ja, das ist eben diese erste Gruppe, die wir vorhin angesprochen haben, während hier innen jetzt die Attacke kommt von Bradley Meesters. Das war möglicherweise noch etwas zu flott außenrum versucht, nämlich Edwards Bitzans den Konter zu setzen.
aber das hat Meesters richtig klasse gelöst und damit nicht nur Bizanz hinter sich verwiesen, sondern ihn direkt auch in die Klauen von Jens Walford geschickt. Ja, da hat er jetzt wirklich Glück gehabt. Es sah für einen kurzen Moment so aus, als ob auch Jens Walford da noch vorbeizieht. Einmal aus dem Rhythmus draußen und schon hätte er hier zwei Plätze verloren. Aus Sicht von Bizanz gesprochen in dieser dritten Runde. Das wäre richtig bitter gewesen. So kann er zumindest mal jetzt hinter der SAR Yamaha von Meesters hersteuern. Und diese erste Gruppe, wie gesagt, mit den sieben Fahrern an der Spitze, die wir angesprochen haben, bekleiden das im Moment hier alles schön in einem Bildausschnitt zu sehen. Olsson, Voxenklemann und eben Martin Michelis auch noch dahinter unterwegs auf der siebten Position. Die werden das wohl unter sich ausmachen. Und dann gibt es den ersten Abriss zu Josep Pern mit Fritz Greiner und Cato Nickel im Schlepptau. Aber auch da im Moment keine Veränderungen. Eher muss Cato Nickel sogar auf Scott Smulders aufpassen. Der Niederländer auf der 11 ist ganz nah dran am Vize-Champion. Ja, mich beeindruckt hier das Manöver von Jens Walford von der 489, der Niederländer aus dem KTMSB Racing Rennstall, der hier wirklich richtig Druck ausübt auf die 57, auf Edward Bizanz hier jetzt auch in der Startkurve besser rauskommt als Bizanz. Jetzt geht es an der 24MX Boxengasse vorbei, aber immer noch keine Reihenfolge dort auszumachen, denn noch haben wir hier über 11 Minuten in diesem Rennen zu fahren, plus die traditionellen zwei Runden, die ja noch on top oben drauf kommen. Ja, aber der Bradley Meesters ist zumindest mal jetzt auch an Mikey Gwerder rangekommen auf 1,2 Sekunden, denn die letzte Runde von Meesters, die war auch schneller als die von Gwerder. Cato Nickel etwas weiter hinten an Fritz Greiner vorbei auf 9 und 10. Es bleibt also turbulent in den Top 10. Das ist jetzt schon ein richtig klasse Finalrennen für den ADAC MX Youngster Cup. Die ersten vier ganz, ganz eng beieinander unterwegs im Kampf um den letzten Sieg des Jahres. Und das hier der Blick in die zweite Gruppe auf die Plätze 5, 6 und 7 mit Olsson, mit Voxenklemann und Martin Michelis. Das ist das orangene Motorrad mit der 220, das hier als letztes in dieser Gruppe unterwegs ist und der uns weiterhin richtig gut gefällt hier. Ja, der Schmicker-Pilot, der macht jetzt auf jeden Fall mal Druck auf den vor ihm liegenden William Voxenklemann. Jetzt die Einfahrt in die Wave-Passage. Dort nochmal die Splitline innen natürlich genommen, den Weg möglichst klein halten, dort in diese Passage hinein. Aber das gelingt erst einmal beiden Kollegen gut. Und da vorne hat sich eigentlich Olsson in den letzten Runden ein bisschen absetzen können, da ausgehend von Platz 5. Aber jetzt schiebt sich das alles dann doch wieder ganz schön zusammen da hinten. Zweite Rennhälfte unterdessen eingeläutet. Wir haben noch knappe 10 Minuten und zwei Runden. Und an der Spitze wird das langsam bunt für Mike Gwerder, der nämlich eingefangen wird von Bradley Meesters. Das ist der, der das zweite Rennen heute Mittag schon gewonnen hat und jetzt hier zum Doppelschlag ausholt. Die Lücke ist auf unter eine Sekunde geschmolzen. Ja, Meesters war selbst ein bisschen überrascht. Das haben wir gehört im Interview von diesem zweiten Lauf, der ihm gelungen ist. Denn er meinte, er war noch nie hier auf dieser Bahn in Drez unterwegs. Und das war natürlich toll zu hören und eine Bestätigung seiner Form, die er aktuell hat. Hier zumindest mal wieder mit dem Versuch, außen an Gwerder vorbeizukommen. Und da war er mal ganz kurz am Hinterrad des Schweizers angekommen. Aber noch einmal ausgekontert, noch einmal der Versuch hier in der Mefo-Kurve. Wieder kreuzen sich die Spuren. Also ein cooles Battle der beiden Top-Jungs da ganz, ganz vorne. Aber ich glaube, jetzt gleich wird es ganz, ganz schwer werden für Gwerder, das noch zu verteidigen. Denn Meesters hat da wirklich gute Spuren gefunden im mittleren Abschnitt auf der Runde. Aber noch einmal ausgekontert da an diesem Table in Sektor 2. Ja, gleiche Stelle wie vorhin gegen Edward Bizanz bei Bradley Meesters. Gwerder wehrt sich allerdings noch etwas stärker und kann das erstmal abkontern. Aber ich bin da bei dir, die letzten paar Kurven und auch die letzte Runde bei Bradley Meesters, die war ganz schön flotter und runder als das, was Mike Gwerder im Moment da zu leisten imstande ist. Aber er wehrt sich, wie sich das gehört, nach Leibeskräften auch hier beim Einfahren in die Whoops. Und guck mal da hinten, Edward Bizanz, der ist auch nicht weit weg und könnte profitieren, wenn die beiden sich da vorne zu nahe kommen. Ich wollte es gerade sagen, aber hier das nächste Angriffsmanöver von Bradley Meesters, außen jetzt vorbeizukommen.
Aber noch einmal schmeißt Gwerder hier die Bude zu. Aber nein, jetzt muss er ihn ziehen lassen. Jetzt muss er ihn ziehen lassen an dieser Stelle. An der Straße, an den beiden längsten Sprüngen. Hier kann der Schweizer den Mann auf der SAR Yamaha im Namen Bradley Meesters nicht mehr aufhalten. Und damit Führungswechsel nach 6 Runden führt Bradley Meesters dieses Rennen an. Vor Mike Gwerder, Edward Bizans und Jens Walford, unser Quartett da vorne an der Spitze. Aber Wahnsinn, wie eng die noch beieinander sind. Ja, definitiv. Mit noch 7 Minuten und 2 Runden ist das immer noch richtig packend. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Mike Gwerder da möglicherweise auch die Linie nicht getroffen hat, als da der Angriff kam von Bradley Meesters. Das sah in der Kamera etwas unorthodox aus beim Schweizer, kann aber natürlich durch die Einstellung auch getäuscht haben. Sei es wie es sei, durch diese engen Abstände, über die wir uns schon das ganze Rennen über freuen, hat er jetzt direkt das nächste Problem hinter sich. In Form von Edwards Bizans, der es außenrum gegen den Schweizer probiert. Der lässt sich natürlich schön weit raustragen und deswegen geht es im Moment noch nicht. Aber Gwerder bekommt richtig Feuer jetzt. Ja, genau in dieser Passage an der Erzherbiskurve auch wieder der Vorteil bei Bizans. Auch dort sah das Husqvarna-Bike ein bisschen schneller aus als die WZ-KTM. Aber wir kennen das aus diesen anderen beiden Rennen. Gwerder ist zäh, der wird sich da durchbeißen und der wird alles dagegen schmeißen, um diesen zweiten Platz hier erst einmal zu halten. Ja, mit gutem Grund, denn der nächste hinter Edwards Bizans wäre dann ja Jens Walford, sein Kontrahent um Gesamtrang Nummer 3. Das würde also auch nochmal eine Ecke enger werden, wenn Bizans da den Weg an Gwerder vorbeifindet. Deswegen wäre es ihm sicherlich lieber, das einfach so auf die Art und Weise hier auf der Strecke zu regeln. Er kann sich wieder ein bisschen berappeln im Moment, ein bisschen absetzen von Edwards Bizans. Und dahinter ist besagter Jens Walford dann auch plötzlich wieder mitten im Geschäft. Dieses komplett weiße Jersey hinter Edwards Bizans will da sofort profitieren. Ja, Jens Walford wieder rangefahren an diese Gruppe. Ganz, ganz starker Zwischensport, auch wenn er hier einmal ganz kurz außer Kontrolle gekommen war. Der Mann im weißfarbenen Jersey mit den Nummern 4, 8, 9 draufgedruckt. Und ja, da muss sich Edward Bizans jetzt auch sputen und darf sich da nicht zu lange mit Mike Gwerder aufhalten. Sonst bekommt er eben das besagte Problem da von hinten. Dahinter ist übrigens Martin Michelis auf die 6 nach vorne gekommen, hat William Voxen-Kleemann hinter sich gelassen und ist damit jetzt schon der erste Verfolger von Philipp Olsson auf der 5. Auch der Schwede in diesem dritten Rennen richtig klasse unterwegs. Das macht schon echt Spaß, dass hier reichlich Fahrer, die sonst nicht unbedingt um die Topplätze kämpfen konnten, nochmal richtig aufblühen zum Saisonfinale. Also wir halten fest, die ersten 5 alle noch mit der Chance auf den Laufsieg hier bei noch ausstehenden knapp 5 Minuten plus 2 Runden, die noch auf der Uhr sind. Hier der nächste Angriff, die nächste Attacke von Edward Bizans gegen Mike Gwerder. Aber auch hier noch einmal die WZ-KTM rumgedrückt zum richtigen Zeitpunkt, sodass er Bizans noch einmal auskontern kann. Und damit bleibt die 696 aus der Schweiz auf Platz Nummer 2. Über den Sprung der nächste Versuch von Bizans. Die nächste geht rechts rum, drückt sich durch und das passt für Edwards Bizans. Zweite Position übernommen. Und damit ist Mike Gwerder jetzt tatsächlich in den Fängen von Jens Walford, der da außenrum mit viel, viel Schwung über die Splitline angeschossen kommt. Die 696 gegen die 489. Mike Gwerder gegen Jens Walford. Und da geht es nicht nur um Rang 3 in diesem Rennen, sondern auch in der Meisterschaft. Ja, wirklich fantastisch, dass wir genau diesen Zweikampf hier im letzten Rennen des Jahres noch einmal geboten bekommen. Boah, hier haben die beiden Bikes sich ganz schön gekreuzt in der Wave-Passage. Das war wirklich sehr, sehr eng. Da hätten sie fast beide auf der Nase gelegen. Gwerder whippt hier rüber, aber auch Walford mit viel Airtime. Jetzt die 180 Grad an der Straße vor den beiden langen Table-Kombinationen. Aber Gwerder erhält hier für den Moment aus dieser 7. Runde noch Rang 3. Und auch das blaue Motorrad von Philipp Olsson da hinten kommt näher und näher. Die 388, die da möglicherweise auch noch profitieren könnte. Das wird hier eine richtig knackige Endphase mit noch 3 Minuten. Kommt außenrum mit viel Schwung über die Startgerade der Versuch
von Jens Walford. Da ist aber kein Platz beim engen Einscheren in Richtung Kurve 1. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, alle Zeichen sprechen für Jens Walford, wenn wir uns die letzten beiden Sektoren angucken. Und hier der nächste Angriff. Aber auch hier momentan noch keine Möglichkeit vorbeizugehen. Jetzt geht es auf die lange Gerade heraus in die Husqvarna-Kurve hinein. Und auch hier versuchte Walford es erneut an Werder vorbeizukommen. Und dahinter, da kommt ja dann schon der schwedische Express in Form von Philipp Olsson. Auch er hat noch die Chance auf Platz 2. Mit dem Kampf, der sich direkt vor ihm abspielt zwischen Werder und der jetzt wieder außen heranrückende Jens Walford. Aber Werder, wie schon gerade bei der Konkurrenz gesehen, macht das richtig, richtig gut. Und die Gegner tun sich schwer, einen Weg vorbeizufinden am Schweizer. Werden noch ganz schön lange 2 Minuten und 2 Runden für Mike Werder. Aber zuzutrauen mit der bereits gezeigten Defensive ist es ihm auf jeden Fall. Definitiv. Und er hat ja nur noch wenige Minuten, die er hier zu absolvieren hat. Man wird ihn noch einmal anpeitschen aus der Boxengasse, um ihn dann nach vorne zu treiben. Und ich kann dir nicht sagen, wie dieses Rennen jetzt hier ausgeht, denn Byzanz jetzt momentan auch nicht mit den großen Angriffen nach ganz, ganz vorne, denn Bradley Meesters ist da sehr schnell unterwegs mit einer 2:08 auch aus der letzten Runde heraus gewesen. Das schaut sehr, sehr gut aus. Aber trotz alledem, die ersten 4 Fahrer innerhalb von 3,8 Sekunden, das ist schon der Hammer. Ja, absolut. Bemerkenswertes Rennen. Ganz, ganz toller Abschluss für den ADAC MX Youngster Cup. Nicht nur mit dem Kampf zwischen Werder und Walford um die Ränge 3 und 4, sondern das hier sind die Führenden. Bradley Meesters, Edwards Byzanz, gerade hier unten noch im Bildanriss zu erkennen. Die gehen fast Seite an Seite über den Zielsprung und dann ebenfalls Seite an Seite Werder und Walford. Also 2x2 gegen 2 hier zum Finale in Drez. Und da kommt schon der erste Versuch von Edwards Byzanz gegen Bradley Meesters. Was für ein klasse Finale hier im Sandkasten. Byzanz in Weiß, die 57, außenrum Walford, innen Mike Werder und mit ein paar Längen Vorsprung auf dem blauen Motorrad mit dem rot-schwarzen Jersey. Das ist der führende Bradley Meesters, eine Vierergruppe, die sich hier balgt auf den letzten Metern. So, jetzt gehen wir rein in den mittleren Abschnitt auf dieser Strecke. Bradley Meesters, er ist immer noch vorne, die ganzen Überrundungen dazwischen, die kurbeln das Ganze, die Brisanz hier auch nochmal an, ganz, ganz vorne an der Spitze des Feldes Mike Werder. Er ist jetzt hier wirklich in der Bedrohung, Jens Walford zu halten. Aber da dampft was am Hinterrad von Jens Walford. Ich hoffe nicht, dass er da ein Problem bekommt. Werder neben der Strecke unterwegs. Damit ist Walford vorbei. Rauchentwicklung hin oder her. Werder war kurz neben der Piste unterwegs. Und damit ist der Platzwechsel vollzogen zu den Gunsten von Jens Walford. Das würde im Moment noch nicht reichen für den 3. Rang in der Gesamtwertung. Der bleibt aktuell noch bei Werder. Aber da ist richtig Unruhe in dieser Spitzengruppe. Ja, das werden jetzt richtig interessante letzte 2 Runden, denn die offizielle Fahrzeit, sie ist abgelaufen. Und gleich sind dann unsere Girls gefragt, beim nächsten Durchlauf dieser Spitzengruppe die Tafel mit der 2 rauszuhalten. Bradley Meesters, kann er das verteidigen, was er sich hier wirklich aufgebaut hat über 20 lange Minuten? Es ist ein imposantes Rennen von dem Mann mit der 75 auf der SAR Yamaha, komplett in rot-weiß gekleidet. Kommt er jetzt wieder an die beiden langen Sprünge heran und Byzanz kämpft hier gegen Walford. Erbittert der Mann mit der 57 gegen die 489. Bar to bar im 1 gegen 1 hier. Kurz einlaufen vor der Zielpassage. Und dann wird jetzt die Tafel mit der 2 rausgehalten. Lukas, wie wird das Thema ausgehen? Ich kann es ja nicht sagen. Ich kann es auch nicht sagen. Wir werden es gemeinsam rausfinden in 2 fantastischen letzten Runden im ADAC MX Youngster Cup 2023. Das hier im Bild ist die komplette Spitzengruppe. Bradley Meesters, die 75. Edwards Byzanz, die 57. Und außenrum mit der 489 Jens Walford, der nachdem er Werder knacken konnte, noch mal richtig aufblüht und hier den Sieg eventuell noch vor Augen hat. Ja, ich bin gespannt, wie Werder jetzt reagiert, ob er hier abreißen lassen muss. Das sind zumindest mal die Eindrücke, die man gewinnen kann aus diesem ersten Sektor heraus. Aber der wird natürlich noch einmal versuchen, da ranzukommen nach diesen 1, 2 Fehlern, die ihm ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht haben.
Und wir schauen aber natürlich nach ganz, ganz vorne, Bradley Meesters. Er hat es momentan in seinen Händen und muss jetzt noch irgendwie diese anderthalb Runden Drehz hinter sich bringen, um den zweiten 25er zu zünden an diesem Wochenende. Es wäre sein zweiter Laufsieg in diesen drei Rennen von Drehz bei diesem großen Saisonfinale. Und es ist ein würdiges, das kann man jetzt schon sagen. Und auch dahinter ist die Lücke etwas aufgegangen bei Jens Walford. Aber das geht natürlich von Kurve zu Kurve hin und her durch die Überrundungsmanöver. Gwerda im Übrigen jetzt noch vor Martin Michelis, der auch noch mal einen Platz gewonnen hat und an Philipp Olsson vorbeigehen konnte. Also Trubel bis zum allerletzten Meter in dieser Saison. So, jetzt kommt der Angriff von Edward Bitsans, der Mann mit der 57 auf der 67 Husqvarna. Er versucht da jetzt ranzusteuern an das Hinterrad von Bradley Meesters, aber da hat er einen überrundeten Piloten dazwischen und der versperrt ihm da jetzt gerade so ein bisschen die Durchfahrt. Alles aber gut gegangen in dieser Situation. Jetzt gleich geht es wieder auf die lange Gerade. Jetzt versucht Walford von außen vorbei zu fliegen an Bitsans. Und das sah erst einmal sehr, sehr schnell aus für den Mann mit der 489, jawohl, und schon auf die 2 vorgefahren. Was für ein Manöver von Jens Walford, der ist der neue Zweite in diesem Rennen. Und jetzt werden sie dann punktgleich im Kampf um die Positionen 3 und 4 in der Meisterschaft mit Vorteil durch die Siege für Mike Gwerda. Aber es wird wirklich wahnsinnig eng zwischen den beiden. Ein fantastisches Finale. Wir haben nicht mehr ganz eine Runde und wer das Ding hier gewinnt, ist immer noch völlig offen. Wobei sich Bradley Meesters ein bisschen lösen konnte, aber Walford ist richtig flott im Moment. Was kann der SAR Oil Motorsports-Pilot auf der Yamaha hier ausrechnen? Es geht in die allerletzte Runde hinein. Er gegen Walford. Aus diesem Vierkampf wird jetzt ein Duell an der Spitze des Rennens und ihr seid live dabei hier in Drehz, um die Jungs hier jetzt noch ein letztes Mal anzupeitschen. Meesters immer noch vorne. Jetzt gleich geht es in den zweiten Teil der Runde hinein. Und ich bin gespannt, ob er das halten kann. Dahinter die Jungs um die Ränge 3 und 4 mit Bitsans und Gwerda scheinen geschlagen. Zumindest mal für den Lauf. Erfolg und jetzt hier Jens Walford mit den ersten Attacken gegen Bradley Meesters. Alle Augen auf den 24er-Mix-Ballon am Scheitelpunkt der Runde. Dort kommen die Hauptprotagonisten in diesem Rennen jetzt vorbei. Und dann geht es zum letzten Mal durch die Wave. Wir waven noch mal ein bisschen mit euch hier in Drehz. Und dann werden wir gleich wissen, wer dieses Rennen hier für sich entscheidet. Da ist aber Meesters gut durchgekommen. Walford versucht es jetzt mit innen, mit einem Angriff in der 180 Grad links. Da liegt ein Bike neben ihnen auf der Strecke. Alles egal für unsere beiden Top-Fahrer in diesem Rennen. Jetzt Walford wieder mit dem Versuch, außen in der Dirtbiker-Kurve vorbeizuschießen an Meesters. Und jetzt knackt er ihn. Wir haben einen neuen Führenden in der letzten Sektion der Runde. Fliegt er an Meesters vorbei und es scheint mir sogar noch so zu sein, dass Meesters sein Bike da hinten auf dem Table schiebt und erst einmal die Fahrt nicht weiter fortsetzen kann. Hier ist euer Sieger, hier ist der Kollege Jens Walford. Super Rennen von der 489 vor Edward Bitsans. Er wird Zweiter und Mikey Gwerda wird Dritter, weil Bradley Meesters hier durchgereicht wird. Das ist natürlich richtig bitter. Er ist immer noch nicht bei uns durch. Und damit kommen jetzt natürlich alle Kollegen da vorne in den Top 6 weiter nach vorne. Martin Michelis wird hier noch einmal starker Vierter. Der Mann aus Estland, aus dem Schmickerlager, holt sich hier Rang 4. Und auf der 5 kommt dann Philipp Olsson in diesem Rennen ein. Was war das denn für ein Rennverlauf? Für ein drittes Hauptrennen mit unseren ADAC MX Youngster Cup, mit unserer U21-Auswahl, während unsere Girls hier noch kräftig abwinken und die Fahrer hier reinschicken, wieder zurück ins Paddock. William Foxen Kliemann, er hat hier einen starken 6. Rang eingefahren. Scott Smulders für die KMP-Mannschaft auf der 7 und dahinter dann Pern Nickel wird hier noch 9. in diesem Rennen und damit eine Top-10-Platzierung für den Kato, für den WZ-Piloten, der den Vizetitel damit natürlich noch einmal untermauert.
Er war ihm ja sowieso nicht mehr zu nehmen vor diesem Rennen, dem Kollegen mit der 131. Ja, aus deutscher Sicht auch ein Erfolg für Finn-Niklas Tornau, die 171, der Husqvarna-Pilot. Er ist hier gefinisht auf der 11 und hier haben wir noch einmal das Resultat in Bund auf Drehz sozusagen. Walford gewinnt vor Bizanzk, Werder, Michaelis Olsson, Kliemann auf 6, 7 für Smulders, 8 für Pern, 9 Nickel und dahinter Loses vor Tornau, Greiner dahinter, Alexandersen auf 13 vor Kees, Greutmann, Tunicke, Tilk, Rakko, Makonis und Forsgren. Das sind unsere Top 20 aus diesem dritten Hauptrennen der ADAC MX Youngster Cup Klasse. Und dann schauen wir natürlich mit euch auch noch auf die zweite Hälfte des Tableaus mit Bradley Maestad, Frederik Eskilsen, Lukas Fiedler, Leon Rudolph, Kallens Duvier, Zucek, Völker, Gwerta und zwei Acker. Das sind eure Ränge 21 bis 30 und wir machen das Tableau komplett mit Koch, Fiedigens, Harms, Opitz, Trossen, Loth, Paulson, Nilsson und Martens, dem Mann aus Dänemark. Und hier sehen wir schon erste Studien von unserem Laufsieger, von Jens Walford, der uns wirklich ein tolles Rennen hier noch einmal beschert hat im letzten Lauf des Jahres, die 489. Und er hat einmal mehr bewiesen, dass erst wenn die Zielflagge da ist, das Rennen vorbei ist. Jetzt gibt es die Highlights für euch.